Ja, heute starte ich mal etwas später zum Mountainbiken. Es schneit momentan ganz leicht, vorher schon recht stark. Ja, und wenn das Timing passt, dann treffe ich Leute, die mit Skitourenausrüstung raufgehen. Bin schon gespannt. In einer Stunde möchte ich Freunde am Gipfel treffen. Da muss ich mich jetzt schon ordentlich beeilen, damit sich das ausgeht. Noch bin ich im Tal, fahre da neben einem Bach dahin. Entsprechend rutschig ist es im Schnee. Aber lustig zu fahren. Ja, ausnahmsweise habe ich einmal meinen Hundeschatzi nicht mit, weil die humpelt ein bisschen. Die muss ich jetzt ein wenig schonen. Ja, was ist sehr arm. Wollte natürlich unbedingt mit. Also motiviert wäre sie gewesen. Ja, wird sie dann nachher auch wieder ein bisschen schmollen. Ach, die Bremsen. Die nass sind, die Scheiben dann quietschen, die wie ein Nebelhorn. Da muss man doch einige Kilometer nach hinten fahren, bis der Uphill beginnt. Ja, ohne Hunzi geht das natürlich recht flott. Da verdammt aufpassen, weil es saumäßig rutschig ist. Ja, und da wird auch noch ein bisschen verblockt. Rechts von mir ist der Bach. Immer wieder mit Absturzgefahr, sprich so senkrechter Flanke hinunter. So, jetzt kommt dann schon gleich eine direkte, sehr steile Auffahrt, aber die kann ich bei dem Schnee vergessen. Dann müsste ich alles schieben. Deshalb fahre ich noch ein Stück Leiter und werde wahrscheinlich diesmal die Forstautobahn rauffahren. Etwas, was ich normalerweise nie tue. Aber bei so Schnee ohne Hund ist das sicher eine Abwechslung. Da werden auch sicher schon grüne Männchen raufgefahren sein. Und da kann ich dann in den Radspuren hinauf balancieren. Ja, meine Stimme klingt vielleicht etwas dumpf. Ich habe eine Sturmhaube auf, weil es doch recht kalt ist. Ja, schaut das aus. Hey, der Motor, der macht Schleifgeräusche. Ja, ich habe hinten 2,6 Zoll breite Magic Mary drauf. Die 2,8er waren noch nicht lieferbar, als ich Anfang des Winters bestellt hatte. Die gehen aber echt super im Schnee. Nur perfekt. Ich habe da übrigens eine super Lampe. Die hellste von Lupine, die Betty. Da habe ich hier eine Fernsteuerung. Kann ich zwischen den Leuchtmodi hier am Lenker umschalten. Ja, ich habe mit dem Uphill begonnen auf der Vorstraße. Muss man genau in der Spur bleiben, sonst bleibt man stecken.
Da ist vor kurzem einer gefahren. Er hat seinen Reifen durchgedreht. Daher ist es hier holprig. Ja, ich habe einen zweiten Akku mit. Und deshalb kann ich da im Boost-Modus auftreten. Ich drehe doch selber ziemlich fest. Habe dort auch ein bisschen einen höheren Puls. Der viele Schnee bremst natürlich ganz schön, auch in der Spur. Ja, 19.15 Uhr. Das heißt, in 45 Minuten sollte ich ganz oben sein, weil da treffe ich dann die Skitourengeher. So, jetzt sind die Autospuren so zerfahren, oder die eine Spur, wo ich beschlossen habe, im Tiefschnee zu fahren. Der Schnee ist schon höher als meine Kurbeln hinunterreichen, obwohl ich die kurzen Kurbeln habe. So, rufen mich die Freunde an. Servus, Richard. Ah, okay, dann seid ihr um einiges schneller. Ist erst 19.20 Uhr. Okay. Setzt ihr euch noch rein? Der hat zu. Der ist sitzt da drinnen und hat Licht, aber. Ah, verstehe. Wie lange bist du da? Ja, ich bin so circa bei der Hälfte, schätze ich. Oder weniger als die Hälfte der Auffahrt. Ja, aber es ist sehr viel Schnee da. Ja, super, ja, es ist noch sehr viel dazugekommen. Ach so, na, hier ist überhaupt nichts geräumt, ich fahre im Tiefschnee rauf. Ein einziges Auto ist raufgefahren, aber die Spuren sind jetzt zu instabil und jetzt fahre ich im Tiefschnee. Ja, ja, nicht schlecht. Ja. Wird dann aufpassen, heißt. Ja. Du bist ja mit 100 unterwegs, oder? Na, ohne, dass ich schneller bin und sie hinkt ein bisschen. Ach so. Na gut. Anders mal halt, nicht, oder? Ja, okay. Ja, wenn ihr dann nicht irgendwo noch ein bisschen eine Teilabfahrt machen wollt, dann werden wir uns leider nicht mehr sehen. Ja. Okay, servus. Tja, also die sind früher oben gewesen als ausgemacht. Dann werde ich sie wohl nicht treffen. Wollte mich gar nicht mehr so hetzen. Oh, da gehen die Spuren. Wieder wollte ich gerade sagen. So, immer mehr Schnee. Wird immer schwerer in der Spur zu bleiben. Auch weil das ein Powder ist, wo ein einziges Auto rausgefahren ist. Und da rutscht man sehr leicht von diesem komprimierten Powder ab und ist dann im Tiefen drin. Das ist ein äußerst instabiles Gleichgewicht. Eieiei. Shit. Oh. So, immer mehr Schnee. Je weiter ich raufkomme, desto schwieriger wird es. Aber hier ist ein kleines Bergabstück. Da tut man sich gleich viel leichter, als wenn es bergauf geht. Es ist so schwierig. Da ist nämlich nur ein einziges Auto raufgefahren, der den Powder hier komprimiert hat. Und man rutscht einfach unglaublich leicht aus der Spur raus. Ah. Ah. Oh.
Jetzt habe ich gerade den Akku gewechselt. Den ersten bin ich jetzt schon fast ausgefahren. Ja, und da ist zwar ein bisschen komprimierter, weil da doch recht viele Leute gehen. Auch hier Skispuren. Aber dafür gibt es keine Autospur mehr. Und man gräbt sich mit den Reifen beim Fahren, also mit den hinteren Reifen ein. Schwierig. Servus. Grüß dich. Ja, ich bin oben. Wo seid ihr? Beim Auto unten. Na geh, okay. Ihr seid schon runtergefahren? Ja, natürlich. Na, jetzt ist ja... Du, wir haben ausgemacht 20 Uhr und es ist knapp nach 20 Uhr. Ja, das ist der Wahnsinn, ich weiß ja. Aber nachdem wir früher weg sind, sind wir eigentlich schon fast eine halbe Stunde. Nicht? Die halbe Stunde waren wir früher oben. Wir waren eigentlich von einer Stunde waren wir jetzt oben, nicht ungefähr. Naja, musst du mir früh genug sagen. Ich bin um 18 Uhr zu Hause weggefahren. Ich habe es nicht gewusst, wie man es machen will, nicht? Ja. Wie fahrt ihr da runter? Ja, oben übernachten will ich nicht. Ich werde jetzt runterfahren. Ja, ja, aber wie fährst du runter, Mann? Reifeisen und dergleichen. Diesen Wurzelteppich und so. Ja, genau, so wie immer. Ja, und rauf war es schwierig, weil es war nicht geräumt. Nur der allerletzte Hügel war geräumt. Und durch den Tiefschnee rauffahren war nicht leicht. Das glaube ich schon, ja. Ich meine, wir waren gestern unterwegs, aber der Adel nicht so, es war zwar nur im Kieselberg, aber trotzdem, das war mühsam. Ja. War ein Challenge, das war okay. Ja, eure Spuren habe ich eh gesehen, als ihr die Vorstraße gequert habt. Ja, richtig. Ja. Der war gesehen da. Der Ausrutscher. Ah ja. Kleine Kurven. Ja. Ja. Na, schade, dass das nichts geworden ist. Ja. Beim nächsten Mal jetzt. Aber schöne Abfahrt trotzdem. Ja, danke. Ciao. Bitte. Tschüss. Na super. Ja, also da liegt jetzt schon wirklich viel Schnee. Und herrlicher Powder. Ah, das wird eine geile Abfahrt. Das hier ist das eiserne Tor, durch das ich jetzt durchfahre. So, und hinein in den Tiefschnee. Lustig, einmal Nebel, dann wieder gute Sicht. Kann man das Fahrrad schön driften lassen. Die Gegend hier ist kaum wieder zu erkennen. Ja, obwohl es da ganz schön bergab geht, brauche ich kaum bremsen, weil der Schnee so stark bremst. Ich muss sogar noch Gas geben, damit ich nicht stecken bleibe. So schön winterlich. Und das ist so spät im Jahr. Also da geht es ordentlich steil runter und ich muss treten. Das ist ganz lustig. Rodelspuren. Ja, da sind auch ordentliche Gesteinsbrocken drunter. Praktisch, das Radl kann man da einfach herstecken. Ah, so schön verschneit der Wald hier. Was für ein Geräusch. Ah, der Wind bewegt die Bäume und die quietschen. Ja, mühsam, wenn es kalt ist, halten die Akkus von meinem Motor-Gimbal nicht einmal 10 Minuten. Da habe ich zwar Reserve-Akkus mit, aber die werden auch bald leer sein. Jetzt habe ich die mal in den Händen ein bisschen gewärmt.
schon, ne? Wie lange geht die noch? Mit Skiern runtergefädelt. Also hier ist auch nicht leicht, weil der Untergrund ist sehr felsig. Ist viel Schnee. Ein Wahnsinn. Ja, jetzt ist es so kalt, jetzt ist leider die Bauchschnalle vom Rucksack gebrochen. Der Kunststoff so spröde. Ja, da sind auch Skispuren zu sehen, aber schon ziemlich verschneit wieder. Ja, da geht es an sich ganz gut bergab, aber ich muss trotzdem treten. Ich da nicht stecken bleibe. Auch hier liegen ziemliche Steine im Weg, Brocken, die man durch den Powder doch ganz gut durchspürt. Na, perfekt. Jetzt sind wir sehr steil. Je schneller man ist, desto besser stabilisiert sich das Ganze. So, jetzt wird es recht felsig. Felsen. Da mit dem Vorderrad hängen bleibt, macht man Salto. So, geschafft. Yep. Also mit dem Mountainbike macht es hier sicher mehr Spaß als mit Skiern. Da sieht man noch ein bisschen meine Spur von gestern. So, jetzt bin ich endlich bei der Abzweigung. Und zwar beginnt jetzt die eigentliche Abfahrt, der Spaß. Recht steil teilweise und technisch. Bin schon gespannt, wie das funktioniert bei dem vielen Schnee. Ich bin schon oft bei viel Schnee runtergefahren. Aber ja, es ist so, dass da nur eine Skispur ist. Naja, leider ein bisschen zerspurt. Also egal, wann man fährt, es ist immer schon jemand vor einem da gewesen. Aber unten gibt es dann noch Abzweigungen zu recht unbekannten Wegen. Da hoffe ich, dass das dann unzerspurt ist. Als Proviant habe ich mir Lindor-Kugeln mitgenommen. Aufgrund der niedrigen Temperatur sind jetzt aber beinhart gefroren. Wenn man reinbeißt, dann zersplittern die richtig gehend. So. Die Abfahrt beginnt. Mal vorbremsen. Jetzt hat sich da Eis an der Bremsbelägen gebildet. Jetzt vollgezogen, es hat sich nichts getan.
fast so wie damals bei den Felgenbremsen. Noch nicht ganz so schlimm. So, das nächste Stück ist recht steil und mit fetten Wurzeln und Felsen bestückt. Ja, das spürt man leider noch voll durch. Der Untergrund, der schmeißt einen immer wieder aus der Bahn. So. Ja, das sind sehr fette Wurzeln. Ich komme da kaum zu Fuß runter. Ein herrlicher Powder. Ist da her? Wunderschöner Schnee. So, ab hier müsste es wieder gehen. Die Skispuren sind weg, da ist dann anders abgefahren. Da ist ein bisschen weniger Schnee am Weg, weil der meiste Schnee hängt da in den Bäumen. Rutschig. Ja, so mühsam der Uphill war, desto lustiger ist der Downhill. Aufpassen, weil weder Gimbal noch Kamera sind wasserfest. Ja, da sieht man noch meine Spuren. Da bin ich auch schon bei Schnee runtergefahren, rauf, glaube ich auch. Und irgendein Tier ist da gelaufen, vor kurzem erst. Was für ein Fuchs. Genau meinen alten Spuren gefolgt ist.
ein kleines Bergaufstück. Mein Motor ist leider kaputt. Der macht Schleifgeräusche wie eine Kaffeemühle. Ja, ein kleines Stück auf Vorstraße. Dann geht es gleich wieder in einen schönen Singletrail rein, der auf seinem Bergrücken entlang geht. Kommen wir auch gleich bei dem Schießturm vorbei. Marschiert. Okay, und da ist schon wieder der Singletrail. Da hat der Wind viel Schnee hergeblasen. Also ohne Motor würde man das nie schaffen, sich da so durchzubaggern mit einer Menge Schlupf. Vom rechten Weg abgekommen. Yep. So, jetzt werden meine Finger kalt, weil ich nicht mehr so viel Bewegung mache. Ist mir nicht mehr heiß. Die Finger gleich kalt. Hoppala! Halt das! Habe ich nicht gerade noch ein Fahrrad gehabt? Ah ja, da ist es ja. Muss da ein bisschen den Tiefschnee genießen. Lag aber leider ein Hindernis darunter. So. Das hier abputzen. Weiter geht's. Quietscht in allen Tönen. Boing. Die dritte Lindor-Kugel verdient. Nur zersplittert in 1000 Stücke im Mund. Ja, der Gimbal wollte nicht mehr, weil die Batterien wieder aus waren. Jetzt habe ich sie ein bisschen gewärmt, jetzt geht's wieder. Also im Sommer rennt er 3 Stunden lang und bei Minustemperaturen 10 Minuten. Ich habe zwar mehrere Sätze Batterien mit, aber ja, wenn das pro Batteriesatz nur Minuten hält, reicht das nicht aus, viele mitzuhaben. Praktisch gar nicht bremsen. Weil der Schnee noch ein bisschen bremst, obwohl jetzt hier wenig ist. Ja!
ob wir diesmal die Einfahrt gleich treffen von meinem Wegerl. Und zwar bei den Felsen rechts. Okay, da ist der Fels. Ist das rutschig. Ein Wahnsinn. Eieiei. Ja, meine Pedale von Bontrag, also Trek, sind praktisch schon aufgebraucht. Und zwar, das sind Gleitlager, wie bei fast allen Pedalen. Diese Gleitlager haben sich so abgenutzt, dass das Spiel jetzt groß ist und dann quietschen die auch immer wieder, bei tiefen Temperaturen zumindest. Jetzt ist die Bremsscheibe trocken, das erste Mal bei der Tour. Natürlich mit trockener Scheibe bremse. Ja. So, unten sind wir in der Zivilisation. Gibt es jetzt noch zwar eine sehr extrem steile, schwere Abfahrt, nur ganz ein kleines Stück. Aber das hat jetzt bei dem Schnee keinen Sinn. Tut man sich nur weh. Super. Ein kleines Vogelhäuschen. Mit einer Bar. All you can eat. So, ja, da gibt es jetzt trotzdem noch ein steileres Stück. Stück.
schwierig. Im Schnee hier. Aber nach dem Turbo drinnen ist das überhaupt schwer zu dosieren. Die Fahrspuren sind eine Herausforderung. Achso. Wo packe ich ihn? Na, hier vorne. So, jetzt soll ich beim Wheelie fahren auf den Kameramonitor geschaut. Das ist ein bisschen. Führt ein bisschen zur Desorientierung. Na, jetzt schneit es aber wieder ordentlich. Also da kommt dann noch einmal einiges an Schnee dazu. Also oben ist viel mehr Schnee gelegen als hier herunten. Oben war es also schon echt sportlich hinaufzufahren in der Autospur von einem einzigen Auto. War eine große Gleichgewichtsherausforderung. Ah, der Motor ist schon laut. So, ein gescheites Licht. Eisig. Ja, fertig. Die Tour war anstrengend. Das waren 2 Stunden 42 Minuten. Einen Akku bin ich leer gefahren. Der andere, der hat noch 2 Striche. Ja, sehr viel Schnee. Hat einen riesen Spaß gemacht. Also mir macht das Fahren im Winter mehr Spaß als im Sommer, wenn es so schweineheiß ist. Weil gegen die Kälte kann man sich gut schützen. Gegen die Hitze bräuchte man eine Air Condition. Und die ist ein bisschen schwer zu mitnehmen. Oben sehr viel Schnee, unten noch nicht so viel, unten kann man noch gut fahren. Oben war es zum Rauffahren ja sehr anstrengend. Ja, perfekt. Wo ist die Bürste? Ja, weil das so ein wunderschöner trockener Powder ist, selbst hier unten liegt es kaum. Da hat sich ein bisschen Eis gebildet durch den Motor, der da heizt. Und hier auch durch die Bremse. Ja, die Bremsen, die sind mühsam, dass die so quietschen bei Nässe. Wenn es trocken ist, quietschen sie überhaupt nicht. Ja, und bei meiner Helmlampe, bei der Lupine Betty, kann ich auch ablesen, wie viel Strom ich verbraucht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 blau heißt 6 Amperestunden. 6 grün sind dann noch 0,6 dazu, also 6,6 Amperestunden. Und das mal 7, irgendwas Volt. 7,2 Volt. Das sind dann also die Wattstunden. Insgesamt hat er 81 Wattstunden. Jetzt habe ich immer noch 40% Ladung im Akku. Ja, also das ist die Lupine Betty. War nicht billig, da habe ich 1000 Euro bezahlt. Aber sie hat sich bewährt. Nur ganz am Anfang hatte sie einige Fehler. Innerhalb von 5 Minuten habe ich gleich einen Softwarefehler gefunden gehabt, also ein Mikroprozessor drinnen,
den der Hersteller natürlich nicht kannte. Ist dann nachgebessert worden, dann war das Originalkabel zu schwach, das hat die hohen Ströme nicht ausgehalten, da hat sie dann ständig Resets gemacht, habe ich hier mit einem dicken Lautsprecherkabel das Ganze verbessert mit einem Gummizug. Somit hängt das Kabel nicht herum und man bleibt nicht so leicht bei einem Ast hängen. Ja, also ich habe sie selber noch verbessert und jetzt ist es eine wirklich gute Lampe. Tja, kaum ist man ein bisschen von den Bergen weg, schon schneit es kaum noch. Da staut es dann offenbar nicht und dann hat man keinen Schnee. Ja, hier lagere und lade ich meine ganzen Lithium-Akkus. Ich habe hier so einen Timer gekauft, da kann ich einstellen, dass zum Beispiel eine Stunde lang eingeschaltet werden soll. Es ist nämlich am besten, die Akkus so etwa halb voll zu laden. Jetzt sind beide ganz leer und wenn ich den jetzt eine Stunde lade, dann hat er einen Ladezustand, wo man ihn gut lagern kann. Und dank dieses Timers hier kann ich dann nicht drauf vergessen, wieder abzudrehen. Dann habe ich hier ein Ladegerät, Netzteil, Ladegerät für alle möglichen Akkus. Ja, und hier habe ich das Ladegerät für die Lupine-Lampe. Der schickt jetzt 2,5 Ampere rein und 7,7 Volt haben die Akkus zurzeit. Das hier ist ein ganz simples Ladegerät für die Lithium-Akkus des Gimbals. Dann habe ich hier so eine Powerstation mit mehreren USB-Ausgängen, also wo 5 Volt dann drauf sind. Da kann man diese Lampe laden, die Akkus von der Kamera, der Akku von meiner zweiten Reservelampe am Lenker, die ganz schön hell ist und nur 20 Euro gekostet hat, von irgendwas Sunshine. Das ist sehr praktisch, wenn man starken Nebel hat, dann blendet man sich stark mit der Lampe am Helm und mit einer Lampe am Lenker sieht man dann deutlich mehr. Ja, das Ganze hier ist unbrennbares Aluminium, das ist ein alter Flugzeugtrolley. Sich drinnen auch die ganzen Akkus befinden. Weil mit etwas Pech, wenn so ein Ladegerät kaputt ist, dann kann sein, dass der Akku Feuer fängt, in den Lithium-Akkus steckt eine Menge Energie und auch gleich Sauerstoff und es gibt dann eine ordentliche Stichflamme. Da haben sich schon viele Leute das ganze Haus abgefackelt. Daher lade ich alle Akkus nur hier. Es kann auch sonst da in dem Raum praktisch nichts zum Brennen anfangen. Und habe da noch einen alten Blumentopf, also bei Akkus, den ich nicht vertraue, die kommen unter dem Blumentopf. Das stellt dann noch eine zusätzliche Brandbarriere dar. Hunzig gehen, dass er nicht mit konnte heute. Ich hoffe, sie schmollt nicht. Weil manches Mal, wenn ich sie nicht mitnehme, sind wir dann böse. Und dann schmollt sie richtig gehend. Da schläft sie schon. Immerhin ist es ja schon halb elf. Oh ja, sie schläft schon. Hallo Schlafmütze! Ja, grüß dich! Ja, servus Schatzilein! Grüß dich! Warte, geh mal rein! Bist du nicht schmolz? Bist du mir nicht böse, dass ich dich nicht mitgehabt habe? Ja, jetzt musst du das Fuß jetzt erst heilen und dann darfst du wieder mit. Ja. Mein Schatzil! Das hat dir Spaß gemacht. Das war eine tolle Winterfahrt. Na, mein Schatz, Mausche.